Also gut essen. Ja, gut essen, wie man an meinem Bauch sieht, kann ich wirklich. Ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. Wo haben Sie mir jetzt bitte hingeguckt? Auf den Bauch. Ganz sicher. Ja. In dieser alten Stadt, wo ich war, da war auch so ein merkwürdiger Typ. Ja. Ich glaube, der hat es heimlich immer mit dem Skelett in der Arztpraxis gemacht. Heiliger Scheiße. Ah. Egal. Auf das Thema zu kommen. Ja, also Sie können sich hier... vielleicht wacht ja Melvin noch auf. Das ist der erste, den ich hierher gebracht habe. Vielleicht hat der nichts, also auch nichts dagegen. Also, ja, ich habe generell nichts dagegen, dass sie sich hier mit uns aufbauen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Lloyd hat auch nichts dagegen. Oder? Warte, wo kommt er? Ich habe jetzt ein Nein gehört, ich kann aber nicht definieren, wo es herkommt. Da. Ich habe Ja gesagt. Nee, ich habe Nein, ich habe nichts dagegen gesagt. Okay. Ja, sehen Sie, also Leute hat auch nichts dagegen. Okay. Ich denke, Tobias, weiß nicht, wo der gerade ist. Ich glaube, der ist gerade an dem in der Mine. Bleiben Sie einfach fürs Erste hier. Ja. Das wird schon. Ich bin schlecht. Ja. Ah, da war schon tot. Gibt's denn schon jemanden hier, der sich um gewisse Sachen kümmert, wie Stein, Holz, Essen oder so? Also Holz. Ich bin für Holz zuständig. Okay. Der Tobias ist für Stein und halt Bodenschätze zuständig. Okay. Und ich bin halt eigentlich der Einzige, der so Werkzeuge herstellen kann. Was Melvin macht, das weiß ich nicht. Und diese Frau? Diese Frau, die hat sich Früchte und Essen. Um Essen. Die kümmert sich. Ja. Ja. Okay. Aber weiß ich nicht. Wenn ihr beide irgendwie was mit Essen machen könntet, dann könntet ihr ja, weiß ich nicht. Müssten sie sich irgendwie mit ihr austauschen. Ich würde erst. Oh Gott, Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich würde erstmal aufpassen, dass sich hier nicht so viele Monster rumtummeln. Das wäre ein Angebot. Und ja. Dann. Ja, mal weiter schauen. Alles klar. Dann sind sie jetzt hiermit erstmal unsere Wache. Ja. Oder sowas. Ja, falls Sie Fragen haben, entweder halt dann zu irgendeinem gehen oder so. Da mache ich meinen Mund schon auf. Okay, gut. Gut. Brauchen Sie noch irgendwie erstmal hier runter ins Haus kommen? Tür öffnen mit Sterne. So, hier ist noch eine Kiste frei, da können Sie Ihren Namen draufschreiben und noch worum sie sich kümmern. Hinter dir sind noch neue Tische. Da
So richtig? Ach, danke. Ja, genau. Okay. Für den nächsten Tisch brauchen wir leider ziemlich viel Material. Und ich bräuchte bitte eine neue, zwei Steinäxte. Zwei Steinäxte. Ah, hier. Da. Wieder hin. Ja, ja, ich kümmere mich erstmal um die Sicherheit, wie es auf dem Schild steht. Oh, verdammt, jetzt habe ich was anderes hier. Oh. Wissen Sie, wo Tobias ist? Bist du nicht in der Mine gewesen? Der war in der Mine, aber jetzt ist er nicht mehr da. Weil wir bräuchten unbedingt einen Stein. Ja, Stein. Hat sich vielleicht einfach weitergebuddelt? Nee, das kann eigentlich nicht sein, weil ich da schon war. Seltsam. Ne. Meine Güte, sind die widerspenstig hier. Was für Kackmonster. Essen. Ja, dann lassen wir uns halt hier in dieser Stadt oder in diesem, ja, Gebiet nieder. Und ich bin mal gespannt, was hier noch so alles passiert in der nächsten Zeit. Ja, ich bin die Stadtwache und kümmere mich um die Sicherheit. Ja, ich hoffe, die kleine Gemeinde wird demnächst noch größer. Und ja, dass wir hier eine richtig schöne große Stadt und Zivilisation aufbauen können. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich so wirklich gerade machen soll. Und das hasse ich. Das hasse ich einfach, wenn Creeper kommen und einfach so in die Luft gehen. Hallo? Bist du auch von der Wache? Hallo? Hui!
Gottes Willen, was war das denn für einer? Der war ja ganz schön aggressiv. Huiuiui. Ja. Huh. Ja. Das werden wir wohl mal aufheben. Das sieht recht interessant aus, das Schwert. Ich bin mal gespannt, für was das gut ist. Jute. Kann man das essen? Tatsache. Cool. Ja. Gut. Vom Monster überrascht worden. Und dann noch zwei so eine komischen Dudes, die ihn angegriffen haben. Können ja mal gucken, was sich hier hinten verbirgt. Vielleicht haben die ja doch schon irgendwo ein Haus gebaut. Und verstecken das vor mir. Da ist schon wieder so ein Monstervieh. Hehehe. Oh ne, da ist schon wieder so einer. Tust du mir irgendwas? Nein? Okay. Hehe. Oh, da ist schon wieder so einer. Nein, ich glaube nicht, dass die hier hinten irgendwas von mir versteckt haben. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Oh, lustig. Ah, ja. Anscheinend ist aber gerade Ruhe vor Monstern. Ah, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Zwölf Minuten, 13 Minuten, gut. Dann kommen wir jetzt hier auch zum Ende der Aufnahme. Ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt, ich habe zwei Aufnahmen hintereinander weggemacht. Ich werde jetzt noch kurz ein bisschen was dazu sagen. Und alles klar, hier ist noch nichts entdeckt, deswegen leckt das gerade ein bisschen. Was kann ich noch zu dem Projekt sagen? Ihr seht, wir sind gerade hier dabei, eine Stadt aufzubauen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und wir wünschen uns auch, dass ganz viele dazu kommen. Und jeder, der mitspielen möchte, klickt unten in der Videobeschreibung auf den Discord-Link. Liest sich den Info-Channel durch. Was ist? Okay. Liest sich den Info-Channel durch, kann sich sofort whitelisten lassen. Ihr müsst keine RP-Erfahrung haben, ihr könnt einfach so draufkommen, denn ich sag mal so, jeder hat mal klein angefangen und ja, bei uns kann man die ersten RP-Erfahrungen sammeln, wenn man das möchte. Profis, die sich mit RP auskennen, wie Melvin, sind natürlich auch sehr gern gesehen bei uns. Jung bis alt, Mädchen, Frau, Mann, Junge, ja, alles. Also es ist alles herzlich willkommen bei uns, bei mir auf dem Server. Aber meine Moderatoren leiten mit, deswegen bei uns. Und ja, wir würden uns freuen, ihr habt ja gesehen, da waren sehr viele Schilder am Spawn. Es sollten eigentlich
eigentlich Dörfer entstehen, wo Essen und diverse Sachen hergestellt werden. Mal schauen, dass wir das irgendwann im RP noch soweit bekommen. Und wenn ja, wäre das klasse. Und dann soll es ja die großen Städte geben. Die eine Stadt, wo es Nether-Portal ist, die mit dem Nether-Zeug handeln. Diese Stadt hier für die Luftschiffe. Und dann noch zwei andere große Städte, wo keine Ahnung, was mit gehandelt wird. Da lassen wir uns schon was einfallen. Und die Folgen, ihr habt es mitgekriegt, waren nicht geskriptet. Es wird sicherlich die eine oder andere geskriptete Folge geben. Natürlich erwähne ich das auch vorher noch. Und ja, ich hoffe, ich kann auf euch zählen, dass wir hier sehr viele Mitspieler werden. Derzeit gewitelistet sind 28 Mann oder so. Und wir wollen viel, viel mehr sein. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Es ist ein mystisches Steampunk-Projekt. Ihr habt gesehen, hier sind magische Monster da drauf, okay. Ja. Nochmal für Sie, kommen Sie mal bitte. Geht gleich weiter. Das. Oh Gott. Das hier ist der Schlafensplatz. Der wird niemals abgebaut oder zugebaut. Also. Okay. Wenn wir schlafen gehen wollen, dann bitte da. Legen Sie sich dann einfach hin. Nehmen Sie? Wenn Sie wollen. Und da schlafe ich. Nein. Da schlafe ich lieber draußen im Gras. Nein, nein, keine Sorge. Ja. Und derzeit gewitelistet sind 28 Mann und ich hoffe mal, dass da wirklich noch einige dazu kommen und wir wollen halt sehr groß werden und ja, Aufnahmestream ist alles erlaubt, ohne dass ihr die anderen darüber informieren müsst. Normalerweise müsst ihr das ja machen, aber ich habe das schon in die Regeln geschrieben. Nein, bei mir auf dem Server braucht ihr niemanden informieren, einfach loslegen und gut ist das. Werde ich nämlich auch so machen, wenn sich einfach mal was Schönes ergibt, lege ich einfach los und dann hat sich das. Ansonsten war es das jetzt mit der Folge, die geht schon ein bisschen zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, guckt in die Videobeschreibung. Ja. Klickt den Discord-Link an, lest euch den Info-Channels, die Regeln durch, lasst euch whitelisten und spielt mit uns. Habt Spaß und ihr seid herzlich willkommen. Bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.